Hinweis: Im Laufe dieses Videos kann es zu vereinzelten Überschreitungen der gängigen Sarkasmusgrenzwerte kommen. Das weitere Abspielen geschieht auf eigene Gefahr. Ja, heute eine ganz kurze Folge und zwar soll es um Sicherheit gehen. Ihr kennt sicher Vorhängeschlösser und ihr habt eventuell schon mal gehört, dass man die knacken kann, das sogenannte Lockpicking. Ich habe mir hier mal so eins besorgt, das ist extra durchsichtig, dass man alles sehen kann, sodass ich euch ganz schnell die Tricks erklären kann. Ja, erstmal Vorhängeschloss sollte klar sein, ihr habt hier so einen Bügel, der ist fest und wenn ihr den Schlüssel da reinbuxiert, dann könnt ihr das aufschließen und entsprechend hier oben den Bügel frei bewegen. Was aber, wenn das Ding jetzt zu ist und ihr den Schlüssel halt nicht habt? Naja, dann gibt es den Sport des Lockpickings. Das heißt, ihr habt hier solche ganz schönen, wunderbaren Tools. Hier solche kleinen Haken sind das meistens. Und es wird dann gesagt, damit müsst ihr hier rein und müsst diese Federn, die hier drin sind, ihr seht das eventuell, so nach oben drücken in der richtigen Reihenfolge. Das sind jetzt natürlich die Lockpicker, ganz klar, die haben natürlich ihren Sport, die wollen das natürlich machen. Aber dieses ganze Spezialwerkzeug, das braucht ihr überhaupt nicht. Nein, die neuen Schlösser, die müssen ja natürlich terrorsicher sein. Und ihr alle wisst, um die Terroristen zu fangen, da muss alles entsprechende Sicherheitslücken haben, beziehungsweise ja, sind ja keine Sicherheitslücken, sind staatlich vorgesehene Zugänge für die Ermittlungsbehörden und natürlich müssen die Ermittlungsbehörden auch in eure geheimen Sachen reingucken, deswegen müssen die natürlich auch hier das Schloss offen öffnen können. Die haben natürlich keinen Schlüssel. Dafür gibt es aber ein ganz tolles Spezialwerkzeug, das sieht hier so aus, das nennt sich Schraubenzieher. Habt ihr bestimmt auch daheim und damit könnt ihr die ganz einfach knacken. Ihr geht einfach hier unten hin, geht hier unten rein und dann einfach drehen. Und ihr seht, das geht einwandfrei auf. Und so könnt ihr jedes Schloss öffnen, zumindest die aktuellen. Bei den älteren kann es sein, dass das nicht funktioniert. Aber wie ihr hier seht, die aktuellen, auch selbst die aus der chinesischen Produktion, die haben hier diese wunderbare Funktion, dass ihr das ganz einfach mit dem Schraubenzieher öffnen könnt und so die Terroristen fangen könnt. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das mit dem Lockpicking funktioniert. Zumindest bei den aktuellen Schlössern aus China. Und ich hole mir mal ein anderes Schloss.